Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar geht es jetzt um das Anschließen oder das Erweitern, wenn man ein Startset hat von Magic 2 von Devolo. Und hier haben wir jetzt einen, den wollen wir jetzt einbinden. Im Heft von Devolo steht, dass man hier diesen Knopf drücken muss. An der Basis. Und dann, dass der Gerät den Knopf drücken muss und dann perren die sich. Bei mir ist hier der Sicherungskasten, da geht's nicht. Ich habe es immer rausgenommen und habe es irgendwo in eine andere Steckdose gemacht und den in einer anderen Steckdose habe die den perrt. Geht aber auch noch anders. Und das zeige ich euch, das habe ich nämlich bei meiner Mutter so gemacht. So, dafür braucht ihr den Originalkarton, das ist wichtig, weil da die Seriennummer drauf ist. Ich weiß nicht, hinten ist ja auch eine Seriennummer drauf. Nee. Nee, hier steht halt nur die Wi-Fi-Key, aber hier ist keine Serien. Doch, 06, genau. Hier hinten ist noch eine Seriennummer, aber in Schriftform. Und hier haben wir halt einen QR-Code drauf. Als erstes gehen wir in die Devolo-App. Also, das ist Devolo, wie heißt die? Home Network, Devolo Home Network. Da seht ihr jetzt praktisch das Starterteil und die Bäden, die ich dran habe. Ja, also ich habe jetzt zwei Stück dran, eins im Kinderzimmer, eins im Schlafzimmer. Und da sehe ich jetzt auch verbunden ein LAN-Kabel. WLAN 0. So, und bei dem anderen Gerät habe ich kein LAN-Kabel verbunden. Zum Kinderzimmer, da ist noch nichts angeschlossen. Aber hier müsste eigentlich zwei LAN-Kabel sein, aber es kann sein, dass das eine Gerät gerade nicht richtig im Internet ist. Dass nur das Fire TV im Internet ist. Egal. So, und in dieser App haben wir hier oben diese drei Striche, die drücken wir. Und dann geht ihr auf, ich muss mal gucken, wo es war. Produkt hinzufügen ist oben gleich so ein Plus. Seht ihr das Plus-Symbol? So, also wenn ihr die App nicht unbedingt haben wollt, dann geht das natürlich über die Tasten. Ich finde es über die App aber wesentlich angenehmer und cooler, weil bei mir geht es sonst nicht. Ich mache mal hier schnell das aus, dass ihr das vielleicht sehen könnt. Und dann will er wissen, welche Gerät ihr miteinander, was ihr verbinden wollt. Magic Powerline, DLAN Powerline, Mesh WLAN, Wi-Fi Repeater plus AC. Lasst euch da nicht ein bisschen nicht durch die durch, nicht in die Irre führen. Das ist zwar ein DLAN-Gerät für Internet über die Steckdose, aber die alte Generation, das war DLAN. Die neue ist Mesh, ist Magic Powerline. Also müssen wir den obersten Punkt nehmen, Magic Powerline. Das steht hier auch auf dem Karton. Da steht ja drauf. Devolo Home Network App. Achso, hier steht auch mit der App drauf, siehst du? Und da steht dann halt Magic. Und früher hießen sie ja DLAN und 1200, schieß mich tot. Das ist jetzt anders. Da drücken wir jetzt Magic Powerline. Und dann steht auch schon erklärt, was er machen sollte. Ja? Also, ja, Gerät hinzufügen. Ein neues Gerät wird automatisch in ihr bestehendes Netzwerk eingebunden. Ihr Netzwerk ist jetzt im Pairing-Modus und akzeptiert neue Geräte innerhalb der nächsten 3 Minuten. Also normalerweise musste ich die Seriennummer, bei meiner Mutter war es jedenfalls so. Hier geht es jetzt wohl so. Da werden wir mal kurz. Muss ich mal kurz das Licht oben raus machen. Nicht wundern, wird jetzt ein bisschen dunkel. So, ich habe jetzt die oben eingesteckt und jetzt ist die Zeit ja schon fast vorbei, aber können wir ja nochmal auslösen, das ist ja kein Ding. Also die ganze ist jetzt im Pairing-Modus, noch leuchtet die Lampe rot.
Oh, leuchtet immer noch rot. Wir warten jetzt einfach mal ab. Ich ziehe mir das mal ein bisschen vor hier. Ja. Das ist Magic 2 Wi-Fi Next. Und hier steht es ja auch drauf. Auf dem Karton, wo haben wir dann hier? Divolo Home Network App. Und da kann man sie dann auch miteinander verbinden. Und da habt ihr dann praktisch auch einen QR-Code gleich mit bei. Ja, da könnt ihr dann halt gleich die App runterladen. Alles überhaupt kein Problem. Jetzt ist das Licht oben bei der ausgegangen. Es ist nicht mehr rot. Jetzt leuchtet weiß WLAN. Wir sind immer noch am Machen. Jetzt leuchtet, blinkt es weiß. Ich halte euch mal so, dass ihr da. Es ist wirklich kinderleicht. Und über die App ist es super, weil, wie gesagt, ich kann bei mir am Gerät, also an der Basis, kann ich nicht drücken. Ist jetzt natürlich nicht direkt am Strom dran, sondern über eine Steckdosenleiste. So, das Gerät Ihre Geräte haben sich erfolgreich Powerline-Verbindung aufgebaut. Setup beenden, Netzwerkübersicht anzeigen. So, und jetzt haben wir natürlich drei Geräte drin. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Haben wir drei Geräte drin. Er schwankt jetzt gerade hin und her, weil, wie gesagt, der ist jetzt wirklich an einem an einem Dreierverteiler, der nochmal auf dem Sechserverteiler ist. Da ist es wirklich problematisch. Aber es läuft. Ist ja auch nur zum Einrichten. Später kommt er direkt in die Wand. So, jetzt werden wir das beim nächsten auch machen. Damit ihr das sehen könnt. Das ist kein Hexenwerk. Und ich liebe die Teile von Divolo, da muss ich echt mal so sagen. Also die ganze Zeit, wo ich sie benutze, die haben mich noch nie im Stich gelassen. Noch nie. Anleitung brauchen wir nicht großartig auspacken. Haben wir schon eins ausgepackt, haben wir ein Unboxing gemacht. Am geilsten finde ich auch die Gigagate, aber die gibt es leider nicht. Also nicht mehr, also gibt es noch, aber da wird es kein neues wahrscheinlich von eventuell geben. Ich hoffe immer noch, dass es da ein neues Modell von geben wird. Aber die kam wohl nicht so gut an. Und ich liebe die Gigagate. Ich habe die hier im Wohnzimmer, habe ich die dran. Eine 5 GHz Verbindung zu meiner Fritzbox, wo die Basisstation steht. Habe da 5 Geräte dran, habe die Playstation dran, kann online zocken, kann Spiele runterladen, kann Filme runterladen. Also hier von Amazon und streamen, 4K, UHD, alles überhaupt kein Problem. Ich habe auf der Playstation 5 so ja eine Übertragungsrate, ein Download von 89 Mbits und Upload um die 37 oder sowas. Also nutzt die komplette Bandbreite aus. Ich bin mega zufrieden. Also kann ich nicht meckern. So, dann haben wir eins verbunden. Wir stecken halt das nächste jetzt rein. So, müssen jetzt kurz warten, bis die rote Lampe leuchtet. Die leuchtet. So, wir gehen einfach in der App wieder oben auf die. Und dann auf die Geräte hinzufügen. Und dann nehmen wir das obere aus, hier Magic. So, und hier steht auch noch, stecken Sie Gerät in eine freie Steckdose. Haben wir gemacht. Warten Sie, bis Ihr Gerät bereit ist, wenn die, wenn Sie Wi-Fi-Geräte besitzen, bitte warten Sie, bis die Wi-Fi-LED dauerhaft leuchtet, also weiß. Dies kann mehr als 2 Minuten dauern. Na, jetzt war es nicht ganz, aber okay. Oder wenn Sie ein Tigger? Er holt ja schon wieder, ey.
Ein reines LAN-Gerät besitzen, bitte warten Sie, bis die Powerline LED weiß blinkt. Ja, das ist klar. Und die haben jetzt beides, die haben WLAN und LAN. Und das von meiner Tochter, in meiner Tochter ihr Zimmer, da werde ich auch dort das LAN umbenennen. Also das WLAN, was hier drauf ist, auf dem eigenen umbenennen. Bei meiner Mutter ging das nicht bei Magic 2, die hat aber nicht die Wi-Fi Next, die hat die erste Generation von 2. Da ist für meine Mutter aber auch ganz okay. Da kannst du einen WLAN-Namen sagen und der überspielt das auf alle Geräte. Alle im Haus, meine Mutter sind ja mehrere im Haus verteilt. Und egal, wo die hingeht, die hat jetzt immer Internet, das springt halt von Gerät zu Gerät. Und selbst oben, die kann mit ihren Weibern jetzt WhatsAppen und was die da an Smileys reinhauen und ihre Videos hin und her und Bilder hin und her und Musik hin und her schicken, da irgendwie so lustige Dinger da alles. Da freut die sich. Und das ging vorher nicht, weil durch die dicken Wände in ihrem Haus hat sie oben im Wohnzimmer bei sich keinen Empfang gehabt. Also nichts. Und sie hat halt nicht so viel Datenvolumen. Und jetzt haben wir das alles so gemacht und sie ist zufrieden. Jetzt hat sie Sky sich geholt. Also ich musste ihr Sky holen. Und dann haben wir das überall halt hier unten drin gemacht und den Fernseher, dass er da auch Updates kriegt. Die ist so glücklich. Den ganzen Tag läuft Romanz-TV bei ihr. Deswegen wollte sie Sky, egal. Sie wollte deswegen Romanz-TV. So, wir machen erstmal weiter. Ich schweife ab. So. Und das kennt er ja schon. Das leuchtet jetzt auch schon weiß da oben. Also, das müsste jetzt gleich verbunden sein, denke ich mal schon. Jetzt blinkt es rot, leuchtet es rot. Jedenfalls, den ganzen Tag läuft Romanz-TV bei ihr und WhatsAppen mit ihren Weibern. Und dann Videos hin und her schicken. Jetzt ist zu Feiertagen immer ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich musste schon ihren Speicher erweitern in ihrem Handy, weil die hat 128 GB Speicher in ihrem Handy plus 64 GB SD-Karte, was ich ihr schon mal gemacht habe. Jetzt musste ich den mit 128 erweitern, weil es ist einfach. Ach so. Ist schon fertig. So, Setup beenden. So, jetzt zeigt er natürlich nur drei Geräte an, weil das vierte ist ja hier. Deswegen wird er jetzt auch gleich wieder nur drei anzeigen. Zu Feiertagen ist ja nicht schlimm. Dann Videos hin und her und dann hebt sie sich alles auf von irgendwelchen lustigen Videos oder irgendwelche Schlümpfe. Guten Morgen oder es ist Montag, es ist Wochenende und so ein Kram. Und dann ballert sie mich damit zu. Und ja, jetzt kann sie oben in ihrem Zimmer da sitzen und kann mit ihren Weibern WhatsAppen. Die ist dann mit den Smileys schlimmer als jeder Jugendlicher, sage ich euch. So, jetzt hüpft es zwar gerade ab und zu so ein bisschen hin und her. Das muss erstmal, wie gesagt, das liegt aber hier an der Steckdose. Aber es ist verbunden und es funktioniert. Super. Also wirklich top. Kann ich nicht meckern. Und ihr könnt halt auch über die App dann halt die anderen Geräte miteinander verbinden. DLAN zum Beispiel, die DLAN Powerline. Da haben wir. Warte mal, ich muss mal gerade was gucken. Hier bei DLAN Powerline, ach, da haben wir ein Bild. Da haben wir ein Bild. Da können wir sogar den Barcode scannen. Das ist die erste Magic. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig erkennen könnt. Das ist das, was meine Mutter hat. Ah, Magic 2. Und das ist jetzt hier. Magic 2 Wi-Fi Next. Das ist jetzt nochmal eine weitere Weiterentwicklung. Noch schneller. Hier gehen bis 2400 Mbits durch. Ja, Plug and Play, 3 Jahre Garantie. Entwickelt in Deutschland. Also wirklich. Neue Chips sind hier drin. Das steht hier oben auch drauf. Neue Chips. Mega geil. Also wirklich ein Träumchen. Wirklich ein Träumchen. Also ich habe die jetzt wirklich schon Ewigkeiten in Benutzung. Und vorher hatte ich die ganz normalen Powerline-Adapter. Das ist jetzt hier die Basis zum Beispiel. Das ist DLAN 1200 Plus. Und hat auch den Dreier-Adapter und alles drum und dran. Oder habe ich ja immer noch. Das ist ja hier zu Hause und ist ja nicht weg. Und das wird dann oben bei meiner Frau dann kommen. Weil meine Tochter, die Kleine, will ja auch Internet, viele Geräte haben, meine Frau ist da so Internet und, oh. Und Technik ist meine Frau überhaupt nicht. Die ist oh,
schlimm. Was mit der Technik angeht, das muss nicht sein, weil wenn viel da ist, kann viel kaputt gehen. So sagt sie sich das immer. Und ich sage immer, wenn viel da ist, ist toll. Und das kann meine Frau nicht verstehen. Aber sie muss sich ja da mal langsam anpassen. Und dann kriegt sie halt das normale DLAN 1200 bei sich drin, dass überall Internet in ihrer Bude ist. So. Auf jeden Fall ein Top-Gerät, Top-Produkte. Ich kann mich da echt nicht beschweren. Ich habe, wie gesagt, die DLAN habe ich, keine Ahnung, wie viele Jahre gehabt. Jetzt mit Magic 2. Und wie gesagt, nie Ausfälle. Die Volo sagt auch nicht an einen 3er-Adapter oder einen 6er-Adapter. Ich habe es an einem Adapter dran im Schlafzimmer, weil es leider nicht anders geht. Ich habe es auch über längere Zeit auch schon getestet mit einem Verlängerungskabel. Weil das soll man ja auch nicht machen. Und habe die DLAN, also die erste Generation Magic, habe ich noch nicht getestet, an eine Verlängerungssteckdose gemacht. Also, was weiß ich, was war eine 5 Meter oder so. Hat auch super funktioniert. Das Problem ist nämlich, im Wohnzimmer kann ich es nicht benutzen. Also so, jetzt direkt hier, da, für die PlayStation. Weil die PlayStation steht dort. Und wenn ihr mein Unboxing, mein Verkabelvideo gesehen habt, die Steckdosen sind auf dieser Wandseite. Also das heißt, da gehen zwei Verlängerungskabel über die Tür, die Wand lang, hierher bis in die Mitte vom Raum. Das sind 10 Meter, 15 Meter oder so. Ein bisschen Kabel ist übrig geblieben, das liegt unter der Couch logischerweise. Ist ein bisschen viel, aber ich kann es ja mal da auch dran testen, wie da funktioniert. Ja, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auch dann gleich noch ein Fazitvideo machen dazu und euch sagen, warum jetzt halt noch zwei Adapter zusätzlich und sowas alles. Ich würde mich dann jetzt verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin. Odin's Curse.